Herr Klaus Meyer, wieso sollen wir uns heute noch an die Mauergeschichte erinnern? Die Berliner Mauer ist eine ganz wesentliche Zäsur in der deutschen Geschichte und sie hat die deutsche Teilung hat die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts in ganz besonderem Maße geprägt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und weltweit. Die Mauer hat aber eben auch zwei Seiten und das Schöne daran ist, die Geschichte ist, wie wir alle wissen, und das feiern wir in diesem Jahr, gut ausgegangen. Das heißt, die Mauer ist gefallen, sie hat also zwei Seiten und gerade das ist auch eine Botschaft der Mauer. Wir haben insofern einen ganz weiten Auftrag. Wir müssen einerseits an das System der SED-Diktatur erinnern, aber andererseits eben auch, das ist aber gewissermaßen auch ein wesentlicher Teil, uns an die Freude von 89 erinnern. Die aber können wir nur verstehen, wenn wir vorher verstanden haben, wie diese Diktatur funktioniert hat. Wofür steht die Mauer heute im kulturellen Gedächtnis? Die Mauer steht sowohl für Trennung, für Schmerz, für Verzweiflung. Sie steht aber international, gerade auch bei einem jüngeren Publikum, für die Wiedervereinigung und für die Freude von 89. Das sind die Bilder, die sozusagen im kulturellen Gedächtnis erhalten sind, viel mehr als die Bilder der Teilung. Es ist eine Generationenfrage und unsere Aufgabe hier ist es auch gerade jüngeren Generationen nicht nur zu erzählen und zu vermitteln, was 89 passiert ist auch, und was sozusagen durch Bürgermut und Zivilcourage und ziviles Engagement passiert ist, sondern vor allem auch zu erzählen und zu vermitteln, was vorher passiert ist und was diese Freude von 89 eigentlich erst ermöglichte, nämlich darüber zu berichten, wie das SED-System funktionierte, wie die Herrschafts- und Machterhaltungsstrukturen der SED funktionierten. Das ist unser Auftrag. Und dabei geht es immer dran, natürlich auch adäquat den Opfern zu gedenken. Sehen Sie Defizite in der Aufarbeitung der Mauergeschichte? Naja, es hat sich sehr viel entwickelt. Wir sind in der glücklichen Situation, dass im Grunde direkt nach dem Mauerfall die Bürgerrechtler auch Archive besetzt haben, im Grunde die Stasi-Archive, die ganzen Unterlagen, sodass die Aufarbeitung anders als bei der Nazi-Diktatur sehr schnell man auch praktisch Zugriff auf die Unterlagen der Täter hatte. Das war ein ganz wichtiger Schritt, von der die Aufarbeitung heute zählt. Es ist sehr, sehr viel passiert. Es hat Enquete-Kommissionen gegeben. Es gibt eine Unzahl von Publikationen zur Geschichte der DDR, die unterschiedlichste Aspekte beleuchten. Aber es ist natürlich nach wie vor noch sehr viel zu tun und der Ansturm auf die Bürtler Behörde hat zwar nachgelassen, aber es gibt immer noch ein sehr, sehr großes Interesse von Privatleuten, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen, ganz wesentlicher Teil. Und wir tun unseren Teil hier dazu, weiter auch durch verschiedene Forschungsprojekte, etwa was wir jetzt gerade abgeschlossen haben, zu den Toten an der Berliner Mauer, weiter praktisch Aufarbeitung zu leisten. Ja, es gibt, wir haben ja gerade in den letzten Wochen und Monaten einiges erlebt, wo es darum geht, zum Beispiel die Westaktivitäten der Stasi näher zu beleuchten. Ich glaube, da sind wir wirklich erst am Anfang, weil dieses System natürlich darauf ausgelegt war, den, wie es hieß, politischen Gegner dort zu stören, wo es eben ging. Und ich glaube, da wird noch sehr viel ans Tageslicht befördert. Aber wir haben auch ganz andere Fragestellungen, beispielsweise. Und das ist etwas, mit dem ich mich in den letzten Jahren auch beschäftigt habe,
die Aufarbeitung der Akten der Grenztruppen, der NVA, auch das ist ein ganz wesentliches Element der Herrschaftssicherung gewesen. Die Position der SED zur Mauer beispielsweise, aber eben auch gerade der internationale Kontext. Also welche Wirkung, welche Zusammenarbeit gab es auch gerade in den Ostblockländern untereinander, denn ohne Warschau, ohne Prag, ohne Budapest wäre auch, und Moskau ganz voran, wäre diese Revolution von 89 auch nicht möglich gewesen. Und diese Abhängigkeiten genauer zu untersuchen, sind nach wie vor ein ganz spannendes Thema. Und auch da kommen immer noch wieder Dokumente ans Licht, wo man vor 10 Jahren gar nicht gerechnet hat. Warum hat es aus Ihrer Sicht so lange gedauert, diese Stiftung zu errichten? Es hat hier in Berlin in den ersten 10 Jahren nach dem Mauerfall kein wirkliches Bewusstsein für die politische Bedeutung der Mauer nicht nur im nationalen, sondern auch im internationalen Kontext gegeben. Es ist in den 90er Jahren war der Ruf da, die Mauer muss weg und das so schnell wie möglich. Erst am Ende der 90er Jahre gab es allmählich ein breiteres Bewusstsein. Es hat ja auch Anfang der 90er und durch die 90er immer auch sehr starkes bürgerschaftliches Engagement gegeben zur Erhaltung von Mauerresten, zu einzelnen Aktivitäten. Aber in der Politik war das sicherlich auch vor dem Hintergrund der schmerzhaften Erfahrungen der Teilung nicht zu vermitteln, dass mehr für die Maueraufarbeitung, für die Geschichte der Mauer zu tun wäre. Und das hat sich sagen wir mal so, etwa seit 2001, vor allem aber dann seit 2004, flächendeckend breit gemacht. Und der Berliner Senat hat sehr, sehr viel jetzt dazu getan. Nicht nur ein Gedenkkonzept, was 2006 verabschiedet worden ist, auf den Weg zu bringen, sondern eben auch das in die Tat umzusetzen, gemeinsam mit dem Bund und diese Erkenntnis und Verhandlungen dauert seine Zeit.